Peter Hörmannseder und Robert Stache, ich freue mich, dass ihr beide unmaskiert seid. Ich hoffe, ihr grämt euch nicht, dass ihr nicht mal in Erwägung gezogen wurdet für die Rubrik Masked Comedian. Peter, hast du irgendwie eine Vision, was du machen könntest, falls es nie mehr möglich sein wird, in deinem ursprünglichen Beruf zu arbeiten als Komiker? Das war natürlich nicht mein ursprünglicher Beruf, aber ich verrate jetzt nicht, was mein ursprünglicher Beruf war. Na, ich habe mir was überlegt, und zwar, weil ich jetzt gerade sehr viel alleine bin und weil ich den Robert vermisse. Ich könnte Puppenbauer werden, weil ich habe jetzt vom Robert eine, wie ich finde, perfekte Puppe gebaut. Hallo! Ja, ist das nicht perfekt? Das ist großartig. Ja, also ich finde es sehr gut, aber die Tränensäcke sind schon sehr stark. Sie sind etwas zu schwach, muss ich sagen. Aber ich wollte dem Robert einfach ein Geschenk machen. Ich habe aus meinen Unterhosen und Socken diese Puppe gebaut und ich habe sogar diese kleine Klatze gemacht. Und darf ich sagen, ich liebe diese Klatze. Aber wieso hast du ihm so Brezhnev-Augenbrauen gemacht, so dichte? Die hat er in echt gar nicht. Da habe ich ihn mit mir verwechselt, glaube ich. Ja. Das könnte sein. Lieber Robert Stachel, darf ich dich ins Spiel bringen? Hast du dir auch was überlegt, was du nach dem Ende deiner aktiven Karriere als Komiker, als Comedian, als Kabarettist, als Künstler machen könntest? Ja, wie es der Zufall will, habe ich die Zwangspause auch genützt, um meinen Spielpartner hier nachzubauen. Im Peter Hörmannseder hier im Maßstab 1:1,15. Das ist besser gelungen. Ich glaube, sehr realistisch nachgebildet. Das soll ich sein, oder was? Ja. Das bin doch nie im Leben ich. Entschuldigung, Robert, schau mal, schau, wie perfekt du ausschaust. Schau sogar das Großmal. Also ich habe mir wirklich große Mühe gegeben. Große Mühe, ne? Also ich habe mir große Mühe gegeben, da fällt mir gleich der Ohrhörer raus. Aber es ist auch noch nicht ganz fertig. Das glaube ich allerdings auch. Dass es fehlt noch ein kleines Detail. Moment. Da bin ich gespannt. Ja, immer noch. Jetzt, perfekt. Ja, das jetzt? Ja, gut. Ja. Sehr perfekt. Gut. Ganz klar. Ein sehr schön. Da wirklich viel Mühe gemacht, Stermann. Das sollst du dir ein Beispiel nehmen. Das ist schön. Für diesen 2-Sekunden-Einstieg haben sich die beiden so viel Mühe gemacht. Die Frage ist nur, wozu baut man Puppen, wenn es keine Puppentheater mehr gibt? Für den Privatgebrauch? Werdet ihr es über Amazon verkaufen oder was? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe darüber eigentlich nicht nachgedacht. Man denkt ja immer nur bis zu dem, was man macht und nicht an, was man daraus macht. Also insofern, was machen wir? Keine Ahnung. Ist doch schon gut, oder? Ja, liebe Kollegen, vielen Dank für diesen humoristischen Beitrag. Ich wünsche euch alles Gute in der weiteren Isolation. Ich hoffe, wir umarmen uns bald wieder in der neuen Normalität, die in vielleicht 5 bis 10 Jahren da sein wird. Und wir genießen jetzt den Beitrag von euch. Vielen Dank. Jetzt geht's mal besser. Jetzt besteht keine Gefahr mehr. Ja? Was für Gefahr? Wunderbar ist es jetzt. Oberhauser, was ist? Bist du aggressiv oder was? Bist du aggressiv? Dagegen gemacht, gegen allfällige Aggressionen, Scholzi. Wenn du einmal Scholzi sagst, dann kommt es zu häuslicher Gewalt. Den Fedehandschuh, den habe ich da weggelegt, es wird nichts passieren. Ja? Mich meint, nicht die, gell? Ja, ich glaube auch an den Schutzpatron der Männlichkeit. Du hast nach mir gerufen und da bin ich schon. Ja, da ist er schon, der Luftmuskel. Das Kavalier. Ja, aber das ist ja gegen die Natur von uns Männern. Wir Burschen, wir wollen nicht eingesperrt sein. Ja, Moment einmal, das betrifft Männer wie Frauen zugleich. Die müssen alle... Ja. Was will er denn jetzt sagen? Ja, Mannsbild, das Erste. Was jetzt will er jetzt schon trinken? Kein Bier vor 4, ja, gilt auch in der Quarantäne. Ja, also ich versuche es jetzt noch einmal zu erklären. Ja, alle gemeinsam müssen da jetzt in Quarantäne, Männer und Frauen, global, alle. Da gibt es keinen Unterschied, ob Mann oder Frau. Ja, das ist halt deine Meinung und ich lasse dich dir auch, weil ich tolerant bin. Entschuldigung, Meister, wenn ich kurz frage. Soll das bedeuten, dass nur die Frauen zu Hause bleiben sollen und wir Männer nicht, oder wie? Nein, das sage ich ja so nicht. Ich sage nur, dass die Weiberleute nicht auf so viel verzichten müssen, als wir die Burschen. Das ist der allergrößte Blödsinn, den ich hier beschreibe. Die Weiberleute sind ja dort, wo sie von Natur sein wollen. Was? Bei Kindern. Kinder. Ich habe keine Kinder. Das einzige Kind, das da bei mir ist, ist der Oberhauser. Ne? Mhm. Das ist Strafe genug. Ja, aber wir Klassenburschen, wir gehen unter Lebensgefahr hinaus auf die Jagd und jagen nach den Lebensmitteln und nach der Krise, da dürft's ihr Weiberleid uns Männer dann so richtig dankbar sein. Ja, man sieht, Isolation
führt manchmal zu kruden Gedanken. Kommen wir zur Wissenschaft. Die Wissenschaftsredaktion des ORF hat eine riesengroße Bibliothek, dachte ich. Ich sehe hier nur wenige Bücher. Ja, das ist auch hier die verbotene Abteilung. Hier sind jene Informationen gelagert, die nicht an die Öffentlichkeit da draußen geraten dürfen. Deshalb habe ich auch sicherheitshalber alle Buchrücken umgedreht. Das interessiert mich aber, Herr Kollege, wenn es eine geheime Bibliothek gibt, wie kann man sich dann Zutritt zu diesen geheimen Informationen verschaffen? Ja, um sich Zutritt zu verschaffen zu diesem geheimen Wissen, muss man zunächst einmal bargeldlos eine Überdosis Ibuprofen kaufen und einnehmen, anschließend sich chippen lassen und hier durch die Tür mit der Aufschrift 5G hindurchgehen. Dann weiß man alles. Das glaube ich nicht. Also ich bin zwar jetzt auch schon lange in Isolation und rund um mich wird die Welt sichtbar kleiner, aber ich bleibe kritisch. Ja? Ich checke, rechecke, double und triple checke alles. Ich bin der kritische Journalist und werde jetzt ein extrem kritisches Interview führen. Frau Ministerin Edtstadler, trotz des Zusammenhalts werde ich Sie jetzt mit kritischen Fragen bombardieren. Atmen Sie ganz ruhig und konzentrieren Sie sich auf die vier Augen der Wahrheit, die Sie an meinen Ohren sehen können. Moment einmal, wollen Sie jetzt versuchen, mich zu hypnotisieren? Es ist meine journalistische Pflicht, kritisch zu bleiben, alles zu hinterfragen. Sprechen Sie mir nach. Sebastian Kurz ist der Heiland. Er als Einziger wird uns erlösen. Sebastian Kurz ist der Heiland. Er als Einziger wird uns erlösen.